Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Reborn. Ich kann nicht laufen. Ups. Wo sind wir denn stehen geblieben beim letzten Mal? Ah ja, mit der. Ah, diese Musik. Ich habe die Musik auch runtergeladen jetzt. Werdet ihr bestimmt auch mal öfter hören hier und da. Pokémon hatte ich. Jeder, der es nicht gesehen hat, ich habe ein. ein Mudkip. Wie heißt es eigentlich auf Deutsch nochmal? Und ein, da war ich auch nicht im deutschen Namen. Neubat, wer heißt denn nochmal? Die Weiterentwicklung heißt FM. Oder ist das FM? Ich weiß auch nicht mehr. Ist ja auch egal, auf jeden Fall die beiden Pokémon habe ich hier. Und jetzt geht es darum, irgendwie herauszufinden, wie ich den ersten Ort machen kann. Das Besondere bei dem Game ist, dass man nicht überleveln darf, weil die Pokémon einem da nicht mehr gehorchen. Deswegen darf man für jeden Orden immer nur ein bestimmtes Level haben. Und für den ersten Orden ist es Level 20. Jetzt mal schauen, wo es weitergeht. Da bin ich ja letztens auch drauf gegangen, ne? Wir haben Beli im Chat, der mir immer sagt, was ich machen muss. Deswegen, Beli, hau mal jetzt direkt raus, was ich als nächstes machen muss. Damit wir hier kein dummes Rumgelaufe haben. Weil es gibt nichts Schlimmeres als blödes Rumgelaufe und blödes Rumgelaber. Genau, wir haben hier. In Belia. Du musst zur zweiten Fabrik gehen, da wo dich der Trainer so rasiert hat. Okay. Was ist das immer, dieses Bling? Was heißt dieses Bling? Was ist das? Was ist dieses Bling? Sonnenschein, ach so. Der hat Absorber, was ist das denn für eine Pisse? Am liebsten schon wieder ausmachen. Also das ist ja absolut gemein. Absorber und Sonnenschein. Ich gehe nochmal auf Supersonic. Es trifft. Wie die sich nie selber verletzen. Ist das irgendwie so ein Ding? Das ist irgendwie so ein Ding, dass sie sich. Ich bin sauer. Peli, was ist das? Das kann doch nicht sein. Das sind die ersten Gegner. Kannst du ja nicht sagen, dass sie so stark sind. Gehen hier nochmal rein. Hier war ich ja letztes Mal auch. Vielleicht kann ich hier vielleicht erstmal ein bisschen leveln oder so. Keine Ahnung. Da haben wir es nochmal. Neubat. Einfach Level 9. Ein Level höher als ich. Perfekt. Der hat ja sogar ausgewechselt. Der war verwirrt, hat extra ausgewechselt auf ein Fee-Pokémon. Das war schon ein bisschen hart. Kurz überlegt, ob ich den nicht fangen soll. Nicht mal jetzt ein Level Up, das ist doch. Also, ich bin ein bisschen sauer. Noch eins. Level 4.
Was ist das denn auch für eine krasse Level, Spanne? Von Level 4 bis Level 9? Ist ein bisschen krass, oder? Aber cool, dass so ein Pokémon direkt am Anfang kommt. Bestimmt wetten, ich treffe ihn sofort. Hätte ich gedacht. Nicht mal ein Level Up. Aber wenn du sagst, ich soll leveln, ist das nicht gefährlich wegen dem Orden? Muss ich da nicht aufpassen? Ich darf ja nicht überleveln. Weicht? Weicht? Level 2? Level 2 bis Level 9 kann man hier einfinden. What? Okay, Belia, aber das würde ja bedeuten, ich würde mit untrainierten Pokémon kämpfen. Also das macht mir gar keinen Spaß. Ich will das so oldschool spielen. Ich will am Anfang, also ich will mit den Pokémon, die ich hier am Anfang habe, auch durchspielen. Ich will nicht für eine Arena extra irgendein Pokémon fangen, das nicht mal trainieren und dann die Arena machen. Belia hat gesagt, ich soll immer alle Leute anlabern. Aber es sind so viele Leute. Wenn es irgendwas Besonderes gibt, dann sag mir wo. Ich habe keinen Bock, alle Leute anzuquatschen. Das ist doch viel zu nervig. Ich quatsche jetzt hier nicht alle Leute an, gehen jedes Haus. Oder? Die Musik ist cool. Ich liebe die Musik, Also, der eine Gegner, der wäre gemein. Ah, guck mal, hier ist ein Markt. Wir können mal gucken, ob wir irgendwas Sinnvolles kaufen können. Ein paar Potions vielleicht. Gehen wir runter zum Hochhaus. Common Candy, was ist das? Normales Candy? Gehen wir runter zum Hochhaus, okay? Gehen wir runter zum Hochhaus. Hier ist irgendwo ein Hochhaus, das hier. Mit dem normalen Candy senke ich das Level. Okay. Was denn mit Attacken, die ich schon gelernt habe? Verliere ich die dann auch wieder? Okay. Moin, Skopeline. Du hast meinen kompletten Bruch schon verpasst. Wieso habe ich denn da in der Mitte so ein rotes Zeichen? Ich wurde doch noch gar nicht geschwächt. Das kann da gar nicht sein. Wo kommt denn die Schwächung daher? I know, wieso weißt du das? Fadenschuss. Den Fadenschuss nicht mitbekommen. Ich wünschte, ich hätte mir ein Feuer-Pokémon genommen am Anfang. Drei Stunden bin ich bei Malekith Skopel. 3 Stunden. Nicht geschafft.
Dir geht's nicht gut. Wieso bist du kaputt? Was hast du gemacht? Ich brauche keine Käfer-Pokémon. Was soll ich mit Käfer-Pokémon? Was soll ich mit Käfer-Pokémon? Ich hasse Käfer-Pokémon. Ich habe nur ein cooles Käfer-Pokémon. Ey, kann es sein, dass es hier verschiedene Wetterlagen gibt? Weil letztes Mal war das hier nicht so hell. Kann das sein? Es ist voll hell. Habe ich gegen den gekämpft? Oder gegen den? Wetter ändert sich krass. Wie stark ist jetzt Absorber mit Sonnenschein? Gar nicht stark. Das tut weh. Wird Neubat auch noch irgendwann stärker? Level 10. Der muss mal bald eine bessere Attacke bekommen. Ja. Der ist echt scheiße schwach. Was macht das? Grass-Type. Toll, habe ich nicht. Level 10. Mal wieder Superschall. Ich wusste, dass es nicht trifft. Ich hab's mir schon gedacht. Schon wieder nicht getroffen. Wieder nicht getroffen. Mir scheißegal. Na klar ist er dann schneller. Lächerlich. Wie oft will er eigentlich noch zeigen, dass es Sonne scheint? Hier ist Goppel. Level 14, immerhin. Auf Level 16 entwickelt er sich, ne? Vielleicht kriegen wir ja heute schon Morabbel. Ich denke, Morabbel ist wichtig. War Spaß, Billy. Morabel, sehr wichtig für die erste Arena. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, mein Jutzer. Absorber ist doch jetzt wohl stark, oder? Das war alles an Schaden? Wie es einfach nie trifft? Der ist doch Wasser. Wieso hat das denn nichts abgezogen? Ey, wie die sich nie selbst verletzen, das
bricht mich schon wieder so. Ich habe das Gefühl, das ist hier anders als in den normalen Pokémon. In den normalen Pokémon ist das nicht so krass. Snapped out of confusion. Der hat sich nicht einmal selber. Das geht gar nicht bei normalen Pokémon. Aber es geht schon. Wasserkäfer. Ach so. Ich breche gleich weg, wirklich. Naja, FM ist geil. Aber der Weg dahin, der ist ja scheiße. Nochmal kommen, Candy. Kann man Common Candy auch kaufen, weil wenn man das nur so random irgendwo bekommt, Jasper, stelle ich mir das schwierig vor. Oh oh. Kann man kaufen, gut. Ach, bitte triff doch. Also ich glaube, das wird eine ganz unangenehme YouTube-Folge. Vor allen Dingen, ich darf vor dem Game, glaube ich, keine 3 Stunden Level 1 Run machen. Ich bin ja sowas von gebrochen. Ich merke das gerade richtig. Ach, das ist der Spacken wieder. Hat der nicht Absorber gehabt oder so? Fünf Level höher, ja, schneller. Gast, das ist ja perfekt. Perfekt. Genau zur richtigen Sekunde. Gast ist übrigens Windstoß. Dann mache ich den scheiß Käfer jetzt weg. Bam. Auf welchem Level entwickelt sich FM, Billy? Pokémon Center war irgendwie hier unten, ne? Oder links? Ne, rechts. 48?
48? Ja, aber ist das nicht, das ist doch eine Einer-Entwicklung, oder? Oder ist es eine Zweier-Entwicklung? Ich bin mir gerade unsicher. Einer-Entwicklung, ne? 48? Einer. Das heißt, ich muss jetzt noch 37 Level mit Neubart rumlaufen. Ey, wo ist die scheiß Pokémon Center gewesen? Ich gehe jetzt oben in den Jasper-Tunnel. Oh, noch ein Trainerkampf, sehr gut. Lohnt sich das denn dann? Level 48, Alter, überleg doch mal. Patrat. Byte. Das war viel Schaden. Unerwarteterweise. Und das war wenig Schaden. Sinn. Das wäre so ein legendäres Pokémon. Guck mal, ich mach gar keinen Schaden. 4 Level höher. Step-Attacke. Und da gibt es nur 111 Erfahrung, weißt du? Ich finde mich hier gerade noch nicht so ganz zurecht, ey. Wo ging es nochmal in diesen Jasper-Tunnel? War es nicht hier links irgendwie? Toll, komme ich gar nicht lang. Wo muss ich lang, Billy? Wo muss ich hin, Billy? Nee, keine Ahnung. Ich will kein bestimmtes Pokémon. Ach, hier muss ich hin, ne? Schon gut. Trainiere erstmal weiter, aber gibt ja keine Trainer mehr zum Trainieren.
Das wäre ganz cool. Gibt's den hier irgendwo schon oder relativ früh? Den würde ich fühlen, ich mag den. Crocomane und dann das Riesen-Dingsbums. Wieso habe ich Tackler eingesetzt? Bin ich blöd? Es geht, aber man kann es nur früh nennen. Okay. Power Trip? Was ist das denn? Rowlet. Assi, dass er wechselt, ne? Wechseln wir auch. Guck mal, was Gast macht. Alles gut. Ich nehme auch Pack. Alter Falter! Krass macht der Schaden. Ein Crit-Tackle jetzt? Ein Crit-Tackle? Würde ich fühlen. Das ist ja gar kein Schaden. Was war das denn? Also ich habe das Gefühl, als wäre irgendwie, als wäre mein... Wie heißt das denn nochmal auf Deutsch? Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie das scheiß Pokémon nochmal auf Deutsch heißt. Ich hab's wieder vergessen. Das kann doch gar nicht sein. Dass der Tackle hat, der hat ja 1 KP höchstens abgezogen. Kann man hier noch irgendwo kämpfen? Wo soll ich denn jetzt trainieren eigentlich? Ich verstehe das nicht so ganz. Hat ein spezielles Wesen. Ich würde den gerne in dieser Folge eigentlich noch besiegen. Oh, gibt's hier auch Doppelkämpfe eigentlich? Gibt's hier auch Doppelkämpfe? Ja. Da hätte ich ja mal Bock drauf. Auf so einem Doppelkampf. Natürlich, kritischer Treffer. Super Potion, toll. Das hat sich ja gelohnt.
Soll nochmal in die Häuser, in den Häusergassen gucken, ne? In den Gassen sind auch wilde Pokémon. Kommt zurück, Lotzke. Gleich geht's wieder in eurer Liebling in euer Lieblingsspiel. Wieder ein kritischer Hit. Was ist das? Du kannst mir nicht erzählen, dass das normales, das ist nicht wie normales Pokémon. Bite, nimm ich. Bite ist geil. Her damit. Was ist das denn hier? Bibarel? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo ich. Ah, okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie viel Absorber abzieht. Ah, immerhin etwas. Chucky. Anscheinend wie die Sonne der Mond. So, was kommt jetzt hier? Diglett, ja. Da wechseln wir mal hier aufs Koppel. Ich glaube, ich sollte Skoppel mal jetzt erstmal hochleveln, oder? Relaxo? Ich glaube nicht, dass ich ein Relaxo mit in die Party nehme. Aber wir könnten Belia mal fragen, wo es Relaxo frühestmöglichst gäbe. Wo gibt's Relaxo? Ne, ich fange nicht jeden Scheiß. Das war noch nie mein Motto. Das war noch nie mein Motto. Ich glaube, ich habe erst in einem Game habe ich alle Pokémon gefangen. Das war ein Schwert und Schild. Und auch nur, weil du dafür was bekommen hast.
Genau, Lotzke, genau das ist mein Motto. So, ein Level noch aufs Goppel. Dann entwickelt er sich. Weil ich muss mich mal kurz heilen gehen. Billy! Wo gibt's das Relaxo? Hau raus! Durch Tausch. Weedle. Ey, echt käferlastig hier. Käferlastig. Kurze Frage, wieso kriegt Belia eigentlich mehr Erfahrung als Skoppel? Hat das einen bestimmten Grund? Schniedelwutz. Weil es lauer ist. Ach krass, sieh mal an. Datachip, was kann ich damit? Das kann ich mit dem Datashirt. Oh, cool. Filiao. Oder? Heißt sie so? Level 11 sogar. Krass. Das kann nicht sein. Eine Step-Aqua-Knarre mit Level 15 zieht nur so wenig ab. Das glaube ich nicht. Sonnenschein reduziert Wasserstärke. Okay, habe ich nichts gesagt. Dann ist es ja voll blöd heute. Ich glaube, so langsam habe ich alle Trainer. Oder? Kann ich hier nochmal rein? Komme ich hier durch? Nee. Habe ich alles, Billy? Falls ja, ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt, um zu leveln? Ich würde fast sagen, ich gehe hier rein zum Level. Level 11, Filiao ist gut. Pfiffchen. Level 12, gut. Teddy Ursa oder Flurmel? Bäh. Mag normal Pokémon nicht. Schon wieder ein Crit. Das kannst du mir nicht erzählen. Nee, das stimmt. Das ist nicht normal. Das war schon der dritte Crit. Das ist zu 1000%ig nicht normal. Da bin ich mir aber ultra sicher. Aber anders sicher bin ich mir da. Ist so. Richtig weggesnackt.
Ja, wir sind ja noch nicht so weit, ne? So weit sind wir ja noch nicht. Wenn wir bei der Arena sind, dann können wir das machen. Jetzt geht es erstmal darum, überhaupt. Also, ich will jetzt hier noch Morabel haben. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Die Arena-Leiterin hat 6 Pokémon. Lol. Ein scheiß wildes Pokémon. Ich glaube, jetzt ist Skopel entwickelt, oder? Nach dem Kampf? Vielleicht? Vielleicht auch noch ein. Na, so knapp. Okay. Nach Level 16 und entwickelt. Recycle? Wie, welche Taktik denn, Bailey? Was für eine Taktik denn, die asozial ist? Oh, stopp! Scopel entwickelt sich. Bam! Morabel! Marschtomp! Gib mir Lebensschuss. Ja, Mudshot. Gib's mir doch. Geil! Geil! Ja, Leute, das war's für die Folge. Wir werden uns vornehmen, für die nächste Folge auf jeden Fall diesen fernen Pokémon-Trainer zu besiegen und die erste Arena zu besiegen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, gerne das Video liken und bis zum nächsten Mal. Haut rein.